Treibangeln mit der Pose an der Yama durchaus Standard. Treibangeln mit der Spinning-Route und dann auf Ugui, das ist schon ein bisschen wild. Ja, Mann, Ugui. Jetzt die Tage noch im Café wieder gesehen. Mensch, zweimal Ugui, zack, 90 Silber mit 200 Gramm, also so gerade maßig. Das muss doch irgendwie gehen. Wo läuft denn mal wieder Ugui? Und jetzt hier mit der Spinning-Route auf Ugui. Ugui. Mit Treibangeln. Das ist doch mal was. Das ist ganz cool. Wir nutzen hier einfach gerade die Strömung aus. Die Strömung am Gewässer und verwenden einen sehr, sehr leichten kleinen Köder. Beziehungsweise einen Köder, der auch ein bisschen Auftrieb noch hat und dadurch die ganze Zeit eben hier durch die Strömung weiter weggetrieben wird. Jetzt heißt es natürlich noch ein bisschen testen und probieren und gucken, an welcher Stelle ist es denn am besten damit? Wo wirft man am besten noch aus? Und welche Fische gehen denn sonst auch alle mit drauf mit dieser Methode, mit diesem Wecki Rig Treibangeln an der Yama? Ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gemacht mit langsamen Einkurbeln. Das kann man ja ganz traditionell eigentlich schon immer machen. Es gibt ja auch einen Wecki Rig Tutorial. Ich verlinke das nochmal, ist schon ein bisschen älter, wie man damit quasi startet. Und auch da kann man das zum Beispiel, da hatte ich das am Windenbach gezeigt, man kann halt mit der Strömung die ganze Zeit schön mitziehen und dieses Treibangeln quasi ja, triggern. Na, wir müssen mal ein bisschen hochdrehen, wa? So, und dieses Treibangeln läuft aber offenbar auch hier mit offenem Bügel und indem man einfach hier die deutlich stärkere Strömung ausnutzt. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie weit wirft man aus? Also wo halten sich die Fische auf? Und ich teste das tatsächlich auch gerade noch. Ich habe gerade auch schon mit verschiedenen Routen in der Nacht hier gestanden, habe ein bisschen rumprobiert, habe erstmal getestet, mit welchen, zack, oh ja, mit welchen Wecki-Würmern geht das. Es klappt auch nicht unbedingt mit allen Wecki-Würmern. Na, da muss ich doch noch mal ein bisschen höher rein. Also da muss man tatsächlich ein bisschen rumprobieren. Super essentiell. Wir gucken uns gleich das Setup im Detail natürlich noch mal an. Super essentiell. Die ganz leichten Haken. Es gibt fürs Wecki-Rig-Angeln. Na guck, immerhin auch die Dolly. Die läuft ja hier auch ganz gut. Es gibt fürs Wecki-Rig-Angeln, und das wird ja auch genauso verwendet am Archipel, diese ganz, ganz, ganz leichten Haken mit 1,75 oder vielleicht so mit 2 Gramm ungefähr. Und die nehmen wir und zack, haben wir hier wieder das Treibangeln stehen. Zack, da kommt der Biss. Genauso soll das laufen. Also, diese super leichten Haken nehmen wir plus den Köder dazu und dann schön treiben lassen. Was ich natürlich gleich noch ein bisschen testen werde, mit einem dicken, fetten Haken. Es gibt die ja auch als 1-0er. Also, da werde ich natürlich auch noch weiter reingehen. Aber ich bin mit dem Ugui schon mega zufrieden. Im Moment hier, ich teste gleich nochmal einen Clip. Im Moment hier lade ich 45% auf. Das waren gerade die besten Ergebnisse. Zack, ja, tatsächlich. Weiter aufgeladen war gar nicht so nice. Weniger habe ich noch gar nicht probiert. Also scheint das doch hier, zack, der nächste Ugui, jawohl. Also mit so 45% aufgeladen, ganz gut zu klappen. Hilft dir aber nicht weiter, denn du hast ja nicht mein Setup. Wahrscheinlich nicht. Und dementsprechend gucke ich gleich mal, wie der Clip ist. Dass wir da ungefähr zumindest so eine Entfernung hier haben, wie weit das hier gerade ist. Position sollte bekannt sein mittlerweile, ne? 194 ist eine ganz gute Stelle. Ich stand gerade schon in der Nacht so ein bisschen zum Testen hier vorne. Denn was mir halt wichtig ist und was ja auch wieder ein ganz klarer Bereich ist, ist dieser hier. Dieser Posenangelbereich, dieser Nahbereich, der quasi für die Stippangler, kann man ja schon fast denken, extra im ufernahen Bereich ist hier so eine Delle nochmal, damit man auch ein bisschen tiefer nah rankommt an die tiefen Stellen. Ja, also das scheint hier tatsächlich irgendwie eine ganz gute Stelle zu sein, auch im Nahbereich.
So, jetzt ziehen wir hier gerade noch mal eben kurz wieder rein. Und wir gehen mal kurz aufs Setup ein. Ich habe jetzt natürlich für mich hier gerade ein Setup rausgesucht, was einfach ein super Wurfgewicht hat. 2 bis 10 Gramm. Das hier ist die Pomor, also vom Weihnachtsmarkt Spinning Route. Die Light Spinning Route mit 2 bis 10 Gramm, 16 Kilo Tragfähigkeit. Warum wird das Teil nicht wahnsinnig gerne empfohlen? Naja, es ist halt light und es gibt eben nur eine verdammt teure, gute 2000er Rolle. So viele andere gute 2000er Rollen gibt es halt nicht. Das ist halt die hier mit 10 Kilo. Ich glaube, es gibt noch eine mit 9 Komma. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, auch eine 2000er. Also das wäre nochmal so im Rahmen der beiden einzigen Möglichkeiten. Ansonsten ist da halt tatsächlich nicht so wirklich viel drin im Light-Bereich an guten Rollen. Zumindest nicht mit viel Tragfähigkeit bzw. Schnurkapazität, denn das ist ja nochmal gefährlicher hier. Ich habe hier immerhin 140 Meter Schnur jetzt gerade drauf. Bei einer 10 Kilo Schnur ist soweit ganz okay. Und jetzt gucken wir uns hier mal die Details an. Ich bin hier mit 9,4 Kilo gerade. 1,75 Gramm Haken. Das hier ist halt der Knackpunkt. Ne? Also diese Haken sind wichtig. Diese leichten Haken, die sind wichtig. Und dann eben hier gerade der Wecki-Wurm. Es funktionieren auch ein bisschen andere Wecki-Würmer noch. Hier die etwas dickeren und sowas. Da muss man aber tatsächlich einfach probieren, welcher Wecki-Wurm hat denn, bei wem kommt denn dann das Treibangeln? So, jetzt muss ich aber nochmal werfen. Komme ich hier in den Clip bei 15 Meter oder ist es noch nicht 15 Meter? Ich teste das mal eben. Wie weit das denn war? 45%. Ja, so ziemlich genau 15 Meter, würde ich sagen. Ne? Wir machen mal direkt wieder zu und auf. Jetzt kann es anfangen zu treiben, das Ding. Ich würde sagen, so ungefähr 15 Meter. Ich würde aber keinen Clip setzen, sondern testet ungefähr, wie weit das ist. Ladet dann einfach auf, weil dieses Clip setzen. Also wir wollen ja keinen Clip, wir wollen ja nicht hängen bleiben, sondern die Schnur soll ja treiben. Deswegen ist das mit dem Clip eigentlich, braucht man das eigentlich nicht. Grob ungefähr aufladen. Immer wieder ähnlich weit aufladen und dann ist gut. Ja, wie gerade schon gesagt, der nächste Schritt für mich heißt jetzt gleich größere Wecki-Würmer, 1-0er Haken und dann nochmal versuchen, ein bisschen weiter raus zu pfeffern, so richtig schön weit raus. Aber der Knackpunkt ist eben, ja, das Wurf, also die wenigen Gramm, die wir halt werfen müssen, das Wurfgewicht ist halt wirklich tricky. Wenn man hier eine gute Ultralight-Route hat, ist man hier bestimmt ganz gut mit bedient. Belaya-Setup, auch durchaus eine Option. Also so mit 3 Gramm Mindestwurfgewicht. Einfach mit einem Belaya-Setup hier hinstellen und dann gib ihm vielleicht das Aufgewertete. Ich werfe nochmal voll, oh ne, jetzt hatte ich den Clip. Ich werfe nochmal volles Met aus, wollte ich sagen. Mal gucken, was da weiter hinten geht. So. Also nochmal raus hier. Und dann nochmal gib ihm. Volles Mat. Ja, das geht auch richtig schön weit. Und dann auch da jetzt nochmal einfach absinken lassen, so ein bisschen. Und ja, das sinkt halt runter und geht wahrscheinlich die ganze Zeit so über den Grund. Übrigens, wenn die Füchse jetzt auf einmal denken, boah, geil, Alter, ich stelle mich hier einfach mit 3 Routen hin. Ne, das wird eher nix. Denn es gab so etwas schon mal, als die Tunguska neu war. Und da wurde dann schön so eine Art AFK-Angeln, nannte man das so schön, eingeführt. Und man hat sich dann einfach mit 3 Routen hingestellt und Spinner drauf getan und dann einfach nur ausgeworfen und dann immer nur geguckt, wo war gerade der Biss. Auf irgendeiner Route wurde der Spinner schon über den Untergrund getrieben. Und hat dann dadurch schon getriggert. Ja, jetzt hier mit dem Wecki-Wurm würde ich sagen, ist das etwas, was in der Montage ja an für sich auch schon vorhanden ist. Also das Treiben lassen und dieses Treibangeln bei Wecki-Rig ist ja schon Bestandteil des Ganzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt auch nicht irgendwie etwas Ausnutzen ist. Hoppala. Von einer Art, also das ist ja wie gesagt auch in dieser Montageart gewollt und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das auch durchaus okay ist und eben nicht ein Ausnutzen
von einer Mechanik, die eigentlich so nicht gedacht ist. Ja, dadurch, dass das eben jetzt hier, hoppala, komm mal ran, mit dem Treibangeln, wie gesagt, eh schon Bestandteil eben vom Wacky-Rig-Angeln ist. Ja, jetzt hier weiter raus. Ich glaube, das ist hier nicht so ganz smart, zumindest nicht mit dem Köder. Da muss ich gleich nochmal ein bisschen weiter testen. Ich gehe auf jeden Fall nochmal gleich größer rein und dann wird nochmal ein bisschen rumprobiert. Ach so, warum nicht mit 3 Ruten? Wir haben das noch gar nicht abgeschlossen. Warum nicht mit 3 Ruten? Weil das damals eben nicht so gedacht war, wurde dann ein Riegel vorgeschoben von RF4 und da wurde dann gesagt, okay, sobald eine Rute auf dem Grund ist, also abgestellt ist, hat man eine super hohe Ausschlitzwahrscheinlichkeit. Bedeutet also, wenn du hier mit 3 Ruten stehst, es kommt ein Biss und die Rute steht auf dem Grund, hast du sehr schnell direkt wieder einen Ausschlitzer. Also das ist quasi, oder ich weiß gar nicht, ob das hundertprozentig ein Ausschlitzer ist, aber schon eine sehr, sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Fisch sofort eben wieder ausschlitzt, weil das eben nicht so gedacht ist, ne? So, direkt nochmal wieder raus. Ich bleib mal hier bei 45%. Das scheint gerade ganz gut zu sein. Und ich will ja auch Ugui. Denn Ugui bringt ganz gut Cash. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben es, ne? So viel dazu. Testen, testen, testen heißt es jetzt. Ausprobieren. Bis zu welchem Gewicht. Ich habe auch schon mit 2 Komma geworfen. Ging auch. Bis zu welchem Gewicht vom Haken. Kann man das machen? Mit einem 5 Gramm hat es schon nicht mehr funktioniert. Da lag der Haken nur noch auf dem Grund. Aber was sind so die Gewichte, die man ausreizen kann? Und vor allem, welcher Wacky-Wurm ist vielleicht genau der richtige? Und vielleicht, jawollo, geht da noch ein bisschen mehr rein. Alter, die Aktion der Rute auch mega sexy. Jawollo. Also, das wäre doch was fürs Weihnachtsgeschäft, oder? Mal schön. Hier die geile Bambusrute vom Weihnachtsmarkt. Aber dann kann da ruhig was Dickeres reingehen. Oder nochmal so ein schön Ugui als Trophy. Ich mache jetzt hier erstmal weiter. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns, hoppala, nee, im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri.